Das hat sich doch mal gelohnt. Da hinterm Berg geht gerade die Sonne auf. Also für uns ist es gleich Zeit aufzustehen. Ich zeige euch noch mal kurz, wo unsere Hütte eigentlich genau ist. Hier ist der Hafen. Hier sind wir am Start. Gerade noch schnell Frühstück gegessen. Der nächste Trip steht bevor. Heute haben wir eine echt lange Wanderung vor uns. Und jetzt geht's los. Das ist jetzt kein normaler Wanderpfad, den wir hier lang gehen, sondern mehr oder weniger so ein inoffizieller Weg, den wir durch so ein paar Beschreibungen im Internet uns rausgesucht haben. Die Spitze da hinten. Wir müssen jetzt noch den ganzen Weg entlang und dann sind wir da. Ja, wir sind jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde gewandert. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the genau an der Stelle, hier kommt jetzt auch gerade die Sonne raus. Was für ein Spot. Ja Leute, wir laufen jetzt noch einmal ganz hoch zur Spitze. Das ist so ein Wahnsinnsspot. Und wir sind hier die einzigen Menschen. Die einzigen. Das ist niemand sonst. Heißt eigentlich die einzigsten oder die einzigen? Naja, auf jeden Fall sind wir hier alleine. Komm Junge, gleich oben. Was für ein Wahnsinnsspot, Mann. Alter, dafür haben sich die 2 Stunden Hike hierher auf jeden Fall gelohnt. Man fühlt sich hier gerade so ein bisschen wie am Ende der Welt. Ich weiß nicht, wie es sich da anfühlt, aber was für ein wunderschöner Hike. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Wir verlassen jetzt wieder diesen magischen Ort hier. Falls ihr irgendwann mal hier seid, schickt mir ein Foto oder markiert mich darauf. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn hier. Richtig cool gewesen. Jetzt geht's wieder zurück, 2 Stunden nach Hause. Ich freue mich. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne mal den anderen Videos von meiner Fahrradreise. Wir sind zurück von unserer Wanderung. Jetzt ist es 3 Uhr. Wann sind wir heute Morgen gestartet? Keine Ahnung. Ich glaube 9:30 oder irgendwann. Ja. Aber fix und fertig, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. If you think of all that we leave out, is that weird you're feeling good? I know nothing ever turned out as you want it to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes, it's coming right at me. Ja man, wir sind jetzt gerade nochmal in einem anderen Dorf hier angekommen. Auch wieder krasse Landschaften hier. Mega.
Ja, Leute, Trip geschafft. Jetzt gibt's gleich erstmal Essen. Lecker. Ja, Mann, unser letztes Abendmahl. Alter, Junge, was ist hier los? Flo hat gerade ein Update gemacht und will den Hobel jetzt hier drin zünden. Aber da mache ich nicht mit, deswegen soll er jetzt nach draußen gehen in den Hof. Find's ja schon immer eine bedrohliche Situation. Ist mir echt zu kalt da draußen, ey. Wir pennen hier auch wieder direkt neben dem Wasserfall. Falls ihr das Video ein bisschen geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Hobel in die Kommentare. Damit, schreibt's einfach. Mal gucken, ob der Hobel jetzt wieder fliegen kann. Geht nicht? Ey, mach die Kiste sofort wieder aus. Kommt wieder, Landing? Ja, er landet wieder sofort. Hä, was ist das, Mann? Achtung, Digga, flieg die weg! Junge! Ich mach er nicht! Das Ding ist wahnsinnig geworden, das macht so eine Scheiße. Sie macht, was sie will, ey, mach die bitte aus. Ich flieg da mal kurz runter. Nein, Mann! Ey, hör auf, Flo! Nee, ey, du baust ja alles kurz und klein. Naja, meine fliegt noch, das ist die Hauptsache. Nee, Spaß, Leute, das ist echt scheiße, ey. Wir wollten heute schon ein paar Mal geile Aufnahmen machen, aber jedes Mal ist der Hobel ausgegangen. Irgendwas nicht in Ordnung. Ja, Leute, wer glaubt, dass wir uns hier die ganze Zeit immer ausruhen, nachdem wir nach Hause gekommen sind? Wir haben hier unser krankes Studio zusammengeschustert, Videos schneiden und dann Fotos bearbeiten. Und ja, das werden wir jetzt so die nächsten 6 Stunden machen. Es ist jetzt 6 Uhr abends. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera einfach mal hier auf und dann seht ihr, was passiert. Gerade damit fertig geworden, das Prag-Video zu schneiden. Jetzt nur noch auf Exportieren. Und dann. Es ist fertig. Ja, Mann, viel Spaß beim Anschauen. Ja, Leute, und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich bin echt richtig fertig. Ich glaube, der Typ da drüben auch. Ja, falls ihr das Video ein bisschen geschaut habt, schreibt doch einfach mal Hashtag Doppelstockbett in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Macht's gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Und schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns, bis morgen. Tschüss.